Ja, Herr Knott, vielen Dank. Auch von mir einen herzlichen guten Morgen hier in Düsseldorf. Markus Schenk und ich werden Ihnen heute zuerst unser sehr erfreuliches Quartalsergebnis vorstellen. Im Vordergrund steht aber natürlich heute die Erläuterung der neuen strategischen Ausrichtung unseres Konzerns. Ich hatte bei Übernahme meiner Aufgabe als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens im Frühjahr angekündigt, dass wir die Lage und Positionierung des Unternehmens zügig und eingehend analysieren werden, um dann zum Herbst die Weichen zu stellen, dass E.ON auch in einem schwieriger werdenden wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich bleibt und immer sein wird. Der Herbst ist da, wie die Temperaturen unschwer zeigen. Und wie angekündigt, heute auch die neue Positionierung des E.ON-Konzerns. Zunächst aber zum neuen Monatsergebnis. Auch nach drei Quartalen ist E.ON auf einem sehr erfolgreichen Kurs. Unser Umsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 11% auf jetzt knapp 64 Milliarden Euro. Das Adjusted EBIT haben wir in den ersten neun Monaten um 9% auf 8 Milliarden Euro gesteigert. Daher können wir ohne Zweifel den Ausblick für das Jahr 2010 mit einem Anstieg des Adjusted EBIT zwischen 0 und 3% und einem bereinigten Konzernüberschuss auf Vorjahresniveau bestätigen. Herr Schenk wird Sie nun kurz durch die wesentlichen Kennzahlen für das dritte Quartal führen, bevor wir Sie gemeinsam dann über die neue Ausrichtung des Konzerns informieren.